Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Cyberpunk. So, machen wir mal weiter hier. Wir hatten ja hier letztens ein klitzekleines Problem. Das habe ich jetzt auch gefixt gekriegt. Und zwar, na, gibst du mir mal? Ja, die Klingen sind jetzt nicht mehr in den Waffen vorhanden. Sehr, sehr schön. Selbst wenn ich die Klingen mal raushol. Das heißt, wir könnten jetzt auch Mantis, Klingen und Co. mal wieder anständig benutzen. Ja, ab und zu klappt das nicht so ganz. So, finde alle Tatort-Graffiti in der Stadt. Okay. Nee. Wir wollen uns ja trotzdem nochmal so ein bisschen umgucken. Und wir müssen ja gucken, dass wir jetzt halt eigentlich auch mal ein bisschen, ja, so ein paar Gefahren nochmal wegschnetzeln. So, das ist hier gar nicht mein Auto. Wo ist da mein Auto? Ah, hier ist meine Karre. So, dann fahren wir hier gleich mal mit unserer Karre. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir jetzt mal gucken, dass wir wirklich jetzt an Kohle und an Items kommen. Wir haben ja noch ikonische Schuhe, Johnnys Stiefel. Und ich denke mal, wenn wir jetzt mal ein paar kleinere Schlachten schlagen gehen, dass wir dann auch ordentlich die mal aufgewertet bekommen. Das heißt, ich werde jetzt mal gucken, dass wir jetzt hier wieder mal so eine kleine Farming-Runde machen. Nicht immer nur Questen. So, und hier scheint das schon zu sein. Dann steigen wir mal kurz aus, denn ich will meine Mantis-Klinge mal rausholen hier. Bauen wir gewaltsam auf. Sie schießen auf mich! Schießen? Ach so, okay. Oh. Ja genau, reiß dich zusammen. So, wo ist jetzt das Beweismaterial? Weil deswegen bin ich ja eigentlich hier. Und da haben wir die Klingen auch nochmal ein bisschen erhöht. Sehr schön. So, nehmen wir uns hier gleich alles mit. Da war auch das Beweismaterial zwischen. Wunderbar. Denn ich brauche ja jetzt wieder viel, viel Stuff. Sehr, sehr viel. Damit wir hier mal wirklich zu Rande kommen. Hier liegt noch irgendwas. Ach, noch eine Knarre. Okay, können wir gleich zum nächsten Überfall gehen, der hier gleich auch um die Ecke ist. Das ist eigentlich hier gerade so eine schöne Ecke dafür. Und dank den Sprunggelenken dürften wir es eigentlich auch überspringen können hier, oder? Ja, da bin ich ein bisschen blöd gefallen. Was ist jetzt los? Zum Glück habe ich gute Regenerationskräfte. Holy moly. So, dann gucken wir gleich, dass wir da uns auch nochmal ansetzen. Hey, falls du zuhörst, meine Mutter ist eine Hure. Meine Mutter ist eine Hure. Eine Tasche für meine Alte. So, nächsten. Wie gesagt, Mantis Klingen machen schon gute Laune. Und so haben wir auch schon das Level up. So, nochmal Vorteilspunkte und Co. gekriegt. Hier können wir uns nochmal, ja, einfach ein bisschen was mitnehmen. Passt. Die Disco gefeiert, ja. Also ich finde, wie gesagt, die Mantis klingt, die Gorilla-Arme machen auch schon Spaß, ohne Frage. Aber ich würde sagen, so die Mantis klingen so, da sehe ich mich momentan eher drauf. Weil beide sind ja tödlich. Klar macht es auch Spaß, mal einmal jemanden mal in die Fresse zu kloppen. Aber ich sag mal so, auf Dauer, ja, nee. Nicht so cool. So, komm.
okay, jetzt habe ich es einfach umgerannt. Ne, das geht ja auch. Und mal gucken, vielleicht gucken wir auch mal ein bisschen mal mit Granaten rumzuspielen. Das könnte vielleicht auch ganz cool werden. Jetzt schauen wir mal, dass wir da hinten mal langkommen. Wenigstens sagt so 10 Minuten mal wieder ein bisschen mehr Unfug treiben. Wo komme ich da über den Zaun rüber gesprungen? Der hat Stacheldraht. Au, ja, aber es klappt. Scheiße, was soll das? Ja, genau, was soll das? Na, lass mich doch mal bewegen hier. Ein Panzer bearbeitet man nicht mit Kugeln. Stirb endlich! Ich soll sterben, ja? Da verlieren doch Leute Köpfe. Es macht einfach mega Spaß mit dem einfach drauf zuspringen. Ah, herrlich. Jetzt habe ich wieder Feeling drin. So, hier ist die Kiste. Was haben wir hier? Veteranenhelm. Ah, nichts sonst Besonderes. Und langsam ist es auch mit der Lebenspunkteanzeige, fühlt man sich auch echt gut beim Nahkampf machen. Man braucht jetzt nicht unbedingt Angst haben, dass jetzt hier irgendwas ist. So, was haben wir sonst noch hier? Wir haben jetzt da hinten noch einen. Ah, aber ich glaube, da werden wir eher hinfahren müssen. Oder? Ah, da kommt unsere Karre. So, machen wir hier mal eine schöne Wendung. Die Protzkarre für die Mantis Kling. Eigentlich sind wir angezogen wie ein Motorradfahrer, aber hey. Gibt ja alles Panzerung. Und warum kann ich hier nicht langfahren? Das wäre doch kürzer, oder? Polizei helfen. Ja, klar. Dein Freund und Helfer ist in Not und man eilt hin. Nicht schon wieder meine Ohrtech. Okay. Und der nächste. So, da drüben haben wir noch einen. Hier sind Soldaten am Boden. Natürlich. Wo ist er da? Zack. Und fertig. Ich würde sagen, Gebiet geräumt, ne? So, und wir können uns hier gleich alles schön einstecken. Ja, gebt mal eure Kohle her hier. Der ruht sich nur aus. Der ruht sich nur aus. Was anderes ist das nicht. Ja, passt. Also eigentlich nicht das Verbrechen, was ich lösen wollte. Ich wollte das da hinten lösen. Kannst doch nicht. Ach, ich seh mir das mal an. Ja, dann seht ihr das mal an. Und zwar aus nächster Nähe, ne? Neutralisiert ihn! Und zack. Was führt dich hierher? Hier, was mich hierher führt? Die Gegner. Da haben wir noch einen. Okay. Mecha-Kern, okay. Oh, nehmen wir mit. Dann gucken wir, dass wir hier nochmal ein bisschen Stuff mitkriegen. Ah, der ist schon tot. Der war ich aber nicht. Das wüsste ich. Und hier haben wir noch einen. Hier flimmert der Boden ein bisschen. Oh, hier liegt auch noch einer. Gut. Nächster. Oh, Gefahr auch wiederum sehr niedrig. 200 Kilometer. 200 Kilometer, ja. 200 Meter. Das dürfte aber kein Problem sein. Da können wir kurz zu Fuß hinrennen. Und wenn wir Glück haben, dann schaffen wir sogar hier irgendwo eine Seite rein. Nee. So, können wir uns einfach so bedienen hier?
Auch vollkommen in Ordnung. Und hier hinten soll das jetzt sein. Dann schauen wir doch mal. Zack, haben wir schon den ersten aufgeschlitzt, bevor irgendwas passiert ist. So ein Dreckstück. Hätte nicht gedacht, dass jemand hilft. Na, hörst du mal auf. Das ist nicht zum Kuscheln hier. Gut, nehme ich erstmal die anderen, bevor die auf mich schießen. Nein. Oh. Na, was willst du denn jetzt hier? So, Kopf übers Geländer gezogen, ne? Na komm her, ja. So, gleich wieder Athletik mit reingekriegt. Sehr schön. Können wir uns doch hier mal kurz bedienen. Die ganzen Waffen kann ich ja wieder wunderbar zu Sachen umändern hier. Okay, passt. Dann müssen wir auch mal gucken, dass wir wieder Geld machen und so. Denn so ein legendäres Herz hätte ich schon gerne, ne? Hier soll noch irgendwo ein Item sein. Achso, das kann ich wieder nicht aufheben. Na gut, na gut, na gut. Und wir müssen auch mal gucken, dass wir dann auch in der Itemherstellung mal ein bisschen weiterkommen. Sabotiere das Ziel hier, okay. Und da sollen wir noch jemanden retten. Das sind Autos gewesen. Ja gut, dann einmal hier drüber, ne? Und durch. Und eigentlich könnten wir mal... Haben wir jetzt schon zwei Vorteilspunkte und einen weiteren. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich mal wirklich meine Intelligenz hochziehe, langsam mal. Genauso wie die Coolness. Auch wenn ich das jetzt eher so nicht wirklich benutze. Na gut, Quick Hacks und so, die benutze ich ja schon. Aber naja, so, warte, wo war jetzt das mit den Klingen? Hier war das mit den Klingen drunter. Da können wir doch jetzt hier schwere Angriffe mit Klingen verursachen 40% mehr Schaden. Jawohl, das pumpen wir doch mal richtig rein hier. Verringert die Ausdauerkosten für alle Angriffe mit Klingenwaffe um 30%. Erhöht das Angriffstempo mit Klingenwaffen um 10%. Auch nicht schlecht. Die Panzerung erhöht sich um 15%, wenn du dich bewegst. Okay. Der Mantis-Panzer kommt. Der Mantis-Panzer kommt. Oder ist incoming. Das heißt, wir werden jetzt auch mal ein bisschen in Klingen investieren. Wo zur Hölle schickst du mich jetzt hier hin? So, ich steck mal kurz weg. Ne, wegstecken. Nicht wieder ziehen. So, dann laufen wir hier einmal kurz durch. Alle Hubs. Wir müssen halt wieder gucken, dass wir wieder an Kohle kommen. Und warum rennen wir denn jetzt hier im Kreis? Was soll denn diese? Ich hol mir jetzt mein Auto. Das geht ja so mal gar nicht hier. So, fahren wir mit der Protzkarre nochmal eine Runde. Ich glaube, zur nächsten Aufnahme-Folge machen wir mal wieder eine andere Karre. Und ich will Karren kaufen und oh Gott, ich will noch so viel. Hey, ten cuidado. Aber bis jetzt haben wir noch nicht so viel geschafft. Vor allen Dingen müssen wir auch mal gucken, dass wir, wenn wir jetzt 5 in Intelligenz gepumpt haben, dass wir dann halt auch mal 5 in Coolness gehen. Hier wird schon geschossen. Dann wollen wir mal. Alle Hubs. Rein ins Gefecht. So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Genau. Sie sich auch nicht. Te lo mereces, cabrón. Wo willst du hin, Mädel? Das geht halt so zügig mit den Klingen. Wahnsinn. So, haben wir hier gleich die nächsten Items. Ein bisschen mehr Chrom. Muss gleich mal gucken, nicht, dass ich bald überladen bin oder so. Jetzt sammle ich hier die ganze Zeit nur ein und... Weiß gar nicht, kann ich mir das überhaupt noch leisten?
Oh ja, gut, wir sind schon fast voll. Wir sind schon fast voll. Gut, dann wollen wir mal gucken, ob wir das Ziel nicht sabotieren können. Kann ich hier einfach rüber? Nee. Hier hinten einmal durch. So. Dann wollen wir mal gucken. Dann machen wir wenigstens nochmal einen Nebenbei-Auftrag hier. Okay. Das war's mit der Pause. Hey, wie? Es gibt eine Headseite im Netz gegen Weldon Holt, den Bürgermeister. Naja, vorläufigen Bürgermeister. Oder wie auch immer, es ist ja bald Wahl. Oh Mann, Politik. Wie Schlammketchen, nur nicht so sexy. Egal. Mein Kunde will, dass diese Seite für immer im Cyberspace verschwindet. Im Anhang sind noch mehr Infos. Okay. Seite verschwinden lassen. Und am besten nicht entdeckt werden. Probieren wir es mal erstmal mit einem Ping. Können wir vielleicht hier genug Leute sehen? Ja, ein paar sind auf jeden Fall hier. Gut, probieren wir es mal vielleicht mit einem Ablenkungsmanöver bei dem hier. Oder auch nicht. So, schlaf mal eine Runde. So, verlinken kann ich mich nicht. Dafür bin ich nicht klug genug. Aber wir können mal kurz benutzen. Lokales Netzwerk. Ah. Alles ausschalten. Das heißt, das Überwachungssystem dürfte mich jetzt eigentlich nicht mehr sehen. Da hinten sind gleich drei. Was habe ich denn für Möglichkeiten? Ich kann nochmal einen Ping da oben drauf machen. Okay. Wir schleichen einfach hier mal kurz durch. Okay, Komponenten kann ich... Kann ich immer gut gebrauchen. Mensch. Böse Flaschen. Pfui. Okay. Der da oben hätte ich beinahe gesehen. Machen wir mal von dir aus einen Ping. Dürfte keiner in der Reichweite von dir sein. Hallo? Wer ist da? Komm schon! Verdammt. Ich zeig dir, wie das geht! Ja, jetzt haben sie mich gesehen. Dieser alte Knochen ist noch nicht am Ende! Ihr haltet aber ganz schön gut was weg hier. So, muss mir gleich zwei drücken. Für unser Land! Ja. Und den ersten habe ich schon aufgespießt. Ja. Denn kommt, kommt. Da hinten im Geschützfeuer stehen, ja, ja. Verdammt, jetzt ist sowieso aufgeflogen. Ja, ich versuche gerade. Moment, komm mal. Was? Nein, nein, ich wollte gerade sagen. So läuft das hier nicht. Da hat mich die Granate erwischt. Ein Moment nicht aufgepasst und schon hat einen die Granate erwischt. Nein. Verdammt. Das war's mit der Pause. Es gibt eine Headseite im Netz gegen Weldon Holt, den Bürgermeister. Naja, vorläufigen Bürgermeister.
oder wie auch immer, es ist ja bald Wahl. Oh Mann, Politik. Wie Schlammkettchen, nur nicht so sexy. Egal. Mein Kunde will, dass diese Seite für immer im Cyberspace verschwindet. Im Anhang sind noch mehr Infos. Aber jetzt müssen wir hier erstmal kurz das lokale Netz abschalten. Okay. Nee, wie war denn das nochmal, um weiter zu scoomen? Nee, achso, 1 und 2. Vielleicht sehe ich ja so den Serverraum schon. Leider nein. 1 Kurzschluss verursachen. Oder mal ein System-Burnout. Okay. Und? Gefällt euch? So, jetzt kann ich schon wieder einen Kurzschluss machen. Na, was kriegen wir jetzt noch? Jetzt kriegst du nochmal einen Synapsen-Burnout. Bums! Ist der nächste umgefallen. Nee, doch nicht. Dann kriegst du nochmal einen Kurzschluss. Okay, du kriegst einen Synapsen-Burnout. Zumal ich hänge da hinten fest. Der weiß gar nicht, was los ist. Hier, wir müssen noch einen Kurzschluss haben. Der Kurzschluss zieht schon heftig rein, ne? So, jetzt muss ich wieder kurz warten. Na, wir können nochmal ein Bench-Protokoll machen. 7a. Ne, den nehmen wir. Dann den, dann den. Eisbrecher installiert. Und Synapsen-Burnout. Bums. Ich glaube, das war nicht so toll für dich, wa? So, gucken wir mal. Die ersten drei haben wir ja jetzt weg. Ohne, dass sie wissen, dass ich hier war. Na, eigentlich wissen sie es schon, aber hier hinten habe ich jetzt schon mal keine Probleme mehr. Du stirbst trotzdem. Bring wir es hinter uns. Okay, denn Synapsen-Burnout. Einen Kurzschluss. Okay, und nochmal ein Synapsen-Burnout. Bums. Du hörst mich gar nicht atmen. Ich brauche keine Waffen, um euch zu töten. So. Wäre ich du, würde ich jetzt losrennen. Ja, aber ich bin nicht du. Um Polen. Ne? Warum hat er denn jetzt nicht geklappt? Mach ich kurz einen Bing drauf. Noch einer hin! Du bist dran, Arschloch! Okay, irgendwie hat das jetzt nicht so geklappt, wie ich mir das gerne vorgestellt habe. Warum ist Umpolen blockiert? Keine Bedrohung, okay. Unter den Einfluss nicht genügend Speicherpunkte. Okay, gut.
Dann klappt das gerade nicht. Muss mal kurz die Speicherpunkte auffüllen. Das kostet ja immer 9 Stück. Ich fühle deinen Atem im Nacken. Ja, wenn du meinen Atem in deinen Nacken fühlst. Ah, ja, gut. Da fehlen noch ein paar, oder? Noch ein paar Punkte. Aber eigentlich ein gutes Speicherdeck. Ich kann das Ding nur noch überlasten, also. Dann gibt es einen Kurzschluss da. Ein Synapsen-Burnout da. Wie wär's, wenn du rauskommst? Wenn ich rauskomme und was? So, Quick Hack wird noch geladen. So, Kurzschluss und Synapsen-Burnout. Bums. Müssen wir mal kurz warten. Oh, Aufstellung! Ja, Aufstellung, komm. So, dann einmal Kurzschluss und einmal Burnout. Bums. Was starrst du mich an, notgeiler Wichser? Ja, ich will an den da oben ran. Aber darf ich noch nicht. So, Kurzschluss und Burnout. Bums. Alarmbereitschaft hat ja noch nichts zu heißen. Komm. Bringt doch nichts. So, und jetzt? Das Geschützlicht los. Hat er mich gesehen? Eigentlich nicht, oder? Das ist aber jetzt ein bisschen schwierig, wenn er da oben weiß, wo ich bin. Dann nimmt man so einen Synapsen-Burnout. Verdammt! Machen wir nochmal einen Ping hier. Okay, die sind alle da. Wir steigern gerade sogar unsere Quick-Hacks, indem wir sie nur über Hacks umbringen. So, Kurzschluss und Burnout. Für unser Land! Oh, da hat er nicht mehr viel. Okay. Komm ich nochmal? Jetzt. Jetzt haben wir ihn. Ja, gut. Synapsen-Burnout. Hab nicht den ganzen Tag. Nee, ich auch nicht. Jetzt kriege ich ihn nicht rein. Jetzt. Kurzschluss. Ich finde halt cool, dass mein Kurzschluss instant ist. Und Burnout. Nein! Fuck! Benchpro-Ablenkungsmanöver, ja. Können wir mal machen. Jetzt weiß ich, was ich hatte. Kurzschluss und Burnout. Noch lebt er. Was starrst du mich an, notgeiler Wichser? Na, ich starr dich nicht an. Wir wollen dich halt nur kurz grillen. So, Kurzschluss und zack. Dürfte es doch eigentlich gewesen sein, oder? So, Mama hier abschalten, das Ding nervt. Kurzschluss und Burnout. Das ist sowieso eigentlich der letzte. Deine Zeit!
Hat es jetzt geklappt oder nicht? Ich war doch eigentlich der Letzte. Okay. Frag mich sowieso, wenn ich jetzt die ganze Zeit... Okay. Jetzt habe ich gerade Schiss gekriegt. War ja nur das feurige Auto. Wenn ich jetzt die ganze Zeit irgendwelche Hacks mache, ob ich denn dafür auch die ganze Zeit Kohle kriege? Also die durch Hacks umbringen. Dann gibt halt noch viel, was ich noch nicht ausprobiert habe. Sehr, sehr viel. Na gut, machen wir erstmal Malware. Einmal rein hier. Okay. Ah, jetzt. Er wollte wieder drauf zugreifen. Und wir nageln ein Arschloch an die Wand und schon ist ein neues da. Politik ist doch immer dasselbe. Sorry, Johnny. Ich habe jetzt echt keine Zeit für deine kleine Anarcho-Revolution. Ich muss los. Ja, und ich bin vollkommen überladen. Das heißt, ich muss mal erstmal ein bisschen was aus dem Rucksack entfernen. Ein, zwei Waffen wären vielleicht nicht schlecht. Die wir jetzt sowieso nicht brauchen. Wir haben ja ein bisschen was da. Aber dann können wir wenigstens noch ein bisschen was aufheben, bevor wir rausrennen. Weil rennen würde ich schon gerne. So, hier haben wir nichts mehr. Da liegt noch einer. Und wenn der meint, da oben, die Leiche habe ich vergessen, dann hat er sich aber geschnitten. Oh, das war knapp. Das war knapp, aber geschafft. So, das heißt ja eigentlich nur, verlasse das Gebiet, ne? Super, wie? Hab gehört, dass unser Virus in den Servern eingeschlagen ist wie ein verdammter Asteroid. Danke dir und Auftrag erledigt. Okay, wunderbar. Nochmal ein bisschen Geld gekriegt. Er hat mich nicht angepöbelt, dass ich das jetzt nicht so gemacht habe, wie ich es eigentlich, glaube ich, sollte. Keine Ahnung. Mal verstehe ich das nicht, mal soll ich Stealth machen, mal nicht. Ist immer schwierig, schwierig, schwierig. Aber egal, machen wir jetzt hier erstmal einen Cut. Ich werde jetzt hier mal die ganzen Waffen zerlegen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.